Willkommen zurück in Männerlords. Es ist Release Day, meine Lieben. Und zur Feier des Tages, dass ihr heute auch selber reinstarten dürft, werden wir ein wenig unkonventioneller die Folge beginnen. Und zwar schauen wir uns an, wer von euch bereits in das Spiel reingekommen ist. Denn ich habe versucht, alle Kommentareschreiber hier mit reinzubringen und jede Familie wurde bereits nach Kommentatoren benannt und darüber hinaus habe ich noch nicht mal alle unterbekommen. Ich habe mir einen Zettel geschrieben, das heißt, ich möchte hier am Ende wirklich jeden unterbekommen haben in unserem kleinen süßen Dorf. Und damit beginnen wir heute und schauen uns an, wer arbeitet wo, wo werdet ihr gebraucht und wo seid ihr so zu Gange. Hier hinten ist die Wildbeuterhütte und in der Wildbeuterhütte, dort arbeiten Leute, die einerseits ein paar Beeren sammeln, aber auch diesen wunderschönen kleinen Garten hier bewirtschaften. Und dort arbeitet Dan Wallace mit seiner Frau Firuvin. Sehr schön. Aber nicht nur in der Wildbeuterhütte wird geackert, hier beim Leben ja momentan nicht mehr, sondern auch hier haben wir ein paar Naturburschen, die gerade dabei sind im November, oh, die Ernte zu sehen, beziehungsweise vorzubereiten, dass wir überhaupt mal ernten dürfen. Es wird gesät. Ich hoffe sehr, dass ihr das noch hinbekommt. Und wer macht das? Das macht einerseits DPY, Kaktus und Knake. Ihr drei seid die Bauernfamilien. Ihr werdet aber zwischendurch auch abgezogen und werdet anderen Aufgaben zugewiesen. Allgemein, falls ihr schon in der Vergangenheit gesehen habt, dass ihr eine Aufgabe gemacht habt, kann es natürlich sein, dass ihr jetzt einen anderen Beruf habt, weil wir natürlich immer wieder Leute abziehen, von bestimmten Berufen dann wieder zuweisen. So kann es auch mal sein, dass sich die Familien da nicht treu bleiben bei ihrem Beruf. Aber jeder ist auf seine Art und Weise wichtig für unsere Dorfgemeinde. Hier im Holzfäller Lager arbeitet Anima. Dann haben wir hier hinten einen Brennofen, der ist gerade stillgelegt. Wir haben eine Sägegrube, wo arbeitet Seba Oat. Im Holzfäller Lager arbeitet Ghost Rider. Dann haben wir hier ein Forsthaus. Dort arbeiten Matthias Prignitz und Ans Kreativecke. Ihr seid dafür da, dass neues Leben hier entsteht und unser Dorf auf kurz oder lang nicht frieren muss. Dass immer genug Brennholz da ist. Im großen Lagerhaus arbeitet Bruchpilot, Salmi-Pastille und die Rumpelkammer. Im Handelsposten arbeitet Bernstein und sorgt dafür, dass wir ein bisschen Regionsvermögen reinbekommen. Hier in diesem Lagerhaus Shadow Mio. Bei dem Viehhandelsposten und bei der Schafzucht arbeitet noch gar keiner. In der Brennholzhütte arbeiten Peter, Danton und Marcel Kopfgeld. Hier oben im Speicher arbeiten der Kaffeelehrer, Dennis to go und Christoph. Dann haben wir hier ein Lagerhaus, wo Insanell sich um Leder und heute kümmert. In der Gerberei arbeitet Lupo. Und hier oben haben wir die Jäger. Und die Jäger sind ausgestattet mit Stefan und Patrick Meyer. Aber das war noch nicht alles. Es gibt noch ein paar Berufe. Im Herrenhaus gibt es ein paar Diener. Wer darf mir denn morgens die Schuhe zubinden? Einerseits Sid von Sluter, andererseits Moinsen. Dann haben wir eine Taverne, die ist noch nicht besetzt. In der Kirche arbeitet auch noch keiner, aber hier vorne haben wir eine Brauerei. Und in der Brauerei arbeiten Badenwacht und Christoph Stuwe. In der Mälzerei arbeitet Monika Deinbeck. Wir haben einen Pfeilmacher. Und der ist der Toe Gamer. Und last but not least haben wir hier noch Schuster am Start.
Einerseits haben wir einen Schuster. Na, wo haben wir die Schuster? Da. Einerseits haben wir den Schuster hier. Nee, wartet mal. Jetzt bin ich selber durch den Wind gekommen. Wo sind denn unsere Schuster? Hier sind die Schuster. Einerseits haben wir einen Schuster hier. Und das ist Uwe Hoffmann. Und andererseits haben wir einen Schuster hier. Und das ist Alexander Gerke. Und dann gibt es natürlich noch zwei Bauarbeiter, die ich auch benannt habe. Aber fragt mich nicht, wie ich die jetzt schnell und einfach zu fassen bekommen. Die müssen wir dann mit der Zeit kennenlernen. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr Kommentare schreibt. Vielen Dank für eure ganzen Daumen nach oben. Ich freue mich sehr, das Spiel hier mit euch gemeinsam genießen zu dürfen. Und selbstverständlich werdet ihr dann hier mit eingebaut. Und jetzt haben wir einmal so eine Rundumfahrt gemacht, damit ihr euch alle mal gesehen habt. Und weitere Namen werden selbstverständlich auch mit den neuen Berufen, mit den neuen Leuten, die einziehen, mit reingebracht. Ich habe es immer so gemacht, dass ihr immer eine Person pro Familie stellt, weil das sonst, glaube ich, zu kleinteilig wäre, wenn eine Familie jetzt wirklich aus mehreren bestehen würde. Und so kann jeder seine ganz eigene Familie anführen. Deswegen habe ich euch entweder zum Ehemann oder auch zur Ehefrau gemacht, wie zum Beispiel hier in dem Fall der Melzerei mit Monika Deinbeck. Heute geht es weiter und wir wollen endlich Stufe 3 Gebäude freischalten. Und das im besten Fall noch so früh wie möglich vor dem Winter. Wir sind gerade im Ausseeprozess auf diesem Feld hier. Ja, scheint auch sehr gut zu funktionieren, das freut mich. Und wenn dieser Prozess fertiggestellt ist, können wir wieder zwei Bauern abziehen, würde ich sagen. Das sollte dann soweit in Ordnung sein. Die Zufriedenheit der Bewohner hat sich auch massiv wieder verbessert. Hier hätten wir wieder Brennstoffstandprobleme. Im großen Lagerhaus haben wir jetzt auch genügend Ressourcen, um einen weiteren Marktstand aufzubauen. Auch im Speicher sieht es so aus. Das heißt, die beiden Bauern werden dann ins Lagerhaus und in den Speicher abgezogen. Die drei Familien, die jetzt noch keine Arbeit haben, die werden sich dann darum kümmern, hier entsprechend die Gebäude abzugraden. Damit wir das alles machen können, muss die Taverne endlich implementiert werden. Wir haben insgesamt 15 Bier. Das sollte auch erstmal reichen, um die ersten Häuser hier zufriedenzustellen. Wir bringen eine Familie hier rein in die Taverne. Und das ist Funem mit seiner Frau Katharina. Schön, ihr seid jetzt hier eingestellt als Wirte. Und ich hoffe, ihr macht einen richtig tollen Job. Und ihr werdet das hier richtig schön zum Laufen bringen. Wir werden uns das anschauen, wie zufrieden unsere Dorfbewohner mit euch sein werden. Und dann werden wir schnellstmöglich die nächsten Gebäude auf Stufe 3 bringen. Und das wird schön aussehen. Dann haben wir endlich mal so richtig tolle Dachziegel hier auch. Rund um die Kirche, um den Marktplatz. Hier, wo auch die Taverne steht. Das wird richtig, richtig toll aussehen. Ich freue mich drauf. Und da ist auch schon der erste Gast, so denkt man. Ja, das ist auch eine Person, die gerade etwas trinken geht, aber wir sehen, es ist der Wirt selber, selbstverständlich. Wenn noch keine Kunden da sind, dann muss man sich erstmal selber von der Qualität, sagen wir mal, überzeugen. Großartig. Lass uns mal ganz kurz warten, bis wirklich mal die ersten Gäste kommen. Da hinten kommen die Bierfässer angerollt, das haben wir eben schon gesehen. Das sieht richtig, richtig toll aus. Komm, wir warten jetzt endlich mal auf die ersten Gäste. Ja, das Spiel ist Stand jetzt immer noch nicht im Early Access, sondern wir spielen hier noch in einer Presseversion, die vorab herauskommt. Und da kann es natürlich auch mal zum einen oder anderen Fehler kommen. Jetzt sehen wir hier einen solchen Fehler, ein ganz, ganz kleiner, überhaupt nicht schlimm, total witzig sogar. Die Bürger sitzen hier im Tisch, statt auf der Bank.
Aber sie lassen es sich gut gehen. Das ist das Einzige, was hier zählt. Und wir machen Pause, denn Bier wird bereits verbraucht. Und wir können jetzt die ersten Gebäude upgraden. Und lasst uns auch direkt die upgraden, die zum Stadtbild am besten passen. Also, dieses Gebäude hier vom Pfeilmacher finde ich eigentlich ganz toll, wenn wir dich auf Stufe 3 upgraden. Dieses Gebäude passt auch, weil wir das hier auch direkt am Marktplatz haben. Dieses Gebäude hat natürlich hier den Garten, aber ist ein Stadtgebäude im Kern. Auch du wirst auf Stufe 3 gebracht. Das kostet uns übrigens immer 25 Regionsvermögen, 4 Bauholz, 8 Bretter und 4 Dachziegel. Also einiges davon haben wir natürlich auf Lager, da können wir einige Hofstätten auf Stufe 3 bringen. So, das sind die ersten 3, die stellen wir schon mal ein. Und dann sind wir hier schon mal vom großen Dorf zur Kleinstadt geworden. Ich würde aber gerne dann noch einmal das Ganze upgraden. Da wir gerade nur 2 Bauarbeiter haben, würde ich behaupten, belassen wir es bei den 3 Aufträgen fürs Erste. Aber die anderen werden folgen und das müssen wir auch machen, bevor das Bier hier zur Neige geht. Weil sonst wäre das alles hier für die Katz gewesen. Also, weiter geht es. Und da steht es. Schaut es euch an, wie wunderschön jetzt diese Gebäude geworden sind. So ein richtiges Fachwerkhaus. Man sieht einen riesigen Unterschied zu vorher. Während die Stufe 1 zu Stufe 2 Gebäude sicherlich auch zu erkennen sind, gerade durch das Dach natürlich, ist das hier nochmal ein riesiger Unterschied und passt natürlich sich perfekt an die Architektur. Der Kirche passt perfekt hier zur Stadtmitte, deswegen wollen wir diese Gebäude auch eher hier haben, sodass es alles auch ja stilistisch zusammenpasst. Und wir sehen auch, dass hier der Anbau jetzt besonders groß geworden ist, insbesondere der Anbau, weil wir jetzt auch hier Platz für noch mehr Familien bieten können. Das Ganze verdoppelt sich auf 4 Familien an dieser Stelle. Sehr, sehr schön. Die dann auch so einen großen Garten ohne Probleme bewerkstelligen können. Die ersten Gebäude hier sind etabliert. Das ist sehr, sehr schön anzusehen. Und wir können jetzt direkt weitermachen und die nächsten upgraden. Insbesondere, wenn wir uns anschauen, dass wir nur noch 6 Bier haben. Und da würde ich diese 4 hier durchaus mitnehmen. Und wenn wir 4 Stück upgraden, sollten wir immer noch genügend Stufe 2 Hofstätten haben, um zur Kleinstadt zu werden. Wichtig ist jetzt erstmal, dass wir Stufe 3 Gebäude ausbauen. Stufe 2 Gebäude können wir auch ohne funktionierende Taverne jederzeit upgraden. Das ist nicht das Problem. Das heißt, die Brauerei wird auf Stufe 3 gebracht. Diese Hofstätte wird auf Stufe 3 gebracht. Diese Hofstätte auch. Diese hier auch entsprechend. Wir sehen auch, es gibt hier nochmal teilweise Rekalibrierung der Größe der Gebäude, dass sich das auch alles so ein bisschen anpasst und es nicht alles gleich aussieht. Und eine können wir noch anpassen. Eine einzige. Lasst uns gerne diese Schusterwerkstatt hier nehmen. Und dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hofstätten der Stufe 3. Das sollte eigentlich für die nächste Stufe reichen, mit der Voraussetzung, dass wir noch Stufe 2 Hofstätten mit dazu bekommen. Aber das sollte ja ohne das Bier möglich sein.
Da machen wir genauso weiter und genießen, wie sich unsere Stadt jetzt weiterentwickelt. Und was für einen riesigen Sprung optisch unsere Stadt nimmt, nur weil wir ein bisschen Bier unter die Leute bringen. Und der Winter bricht herein, es ist bitterkalt. Zum Glück haben wir jetzt etwas besser gedämmte Gebäude hier. Wir haben zusätzlich 3 Hofstätten auf der Stufe 3. Das bedeutet für uns, dass wir zur Kleinstadt geworden sind und auch einen weiteren Entwicklungspunkt haben. Um jetzt nochmal in die erweiterte Verbesserung zu gehen, brauchen wir 10 Hofstätten der Stufe 3. Alles klar, das heißt, wir müssen noch 2 weitere Gebäude upgraden auf Stufe 3 und dann noch 4 Hofstätten der Stufe 1 hochbringen auf Stufe 2. Und dann haben wir sogar schon die nächste Stufe erreicht, die mittlere Stadt. Und das möchte ich auch erreichen, damit wir dann nämlich noch mehr auf Handel gehen können. Das schauen wir uns dann an. Erstmal suchen wir uns jetzt nochmal die Orte aus, wo wir weiter in die Stufe 3 Gebäude reingehen wollen. Ich würde sagen, das hier bietet sich an. Und auch er hier. So, dann sind wir bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stufe 3 Hofstätten. Haben selbstverständlich nur noch 6 Stufe 2 Hofstätten und haben genügend Stufe 1 Hofstätten. Das heißt, wir müssen noch Stufe 1 Hofstätten upgraden auf Stufe 2. Dann nehmen wir doch die, die hier mit dran sind. Stufe 2, Stufe 2, Stufe 2. Und für die nächste Stufe 2 bräuchten wir mehr Bauholz. Das haben wir jetzt nicht mehr, aber das ist auch kein Problem, das sollten wir gleich dazu bekommen. Und dann haben wir hier einen riesigen Ausbau unserer Stadt hinbekommen. Dann sind wir vom Dorf zur mittleren Stadt gekommen und das nur in ganz wenigen Monaten. Das Feld mit dem Weizen ist vollständig ausgesät worden. Jetzt kann es wachsen. Und wir können 2 Bauernfamilien abziehen. Hier sind gerade DPY, Kaktus und Knake drauf. Jetzt ist hier nur noch Knake drauf. Die kümmern sich dann natürlich auch im Winter darum, hier Lebensmittelstände einzurichten und so weiter. Also darum kümmern die sich auch. Und dann haben wir noch mehr Bauarbeiter, die sich jetzt um den Großausbau unserer Stadt kümmern können. Die Bedürfnisse werden weiterhin nur marginal erfüllt, jedenfalls von den Häusern hier unten. Wir brauchen einfach noch mehr Brennholz und noch mehr Lebensmittel. Insbesondere wahrscheinlich auf dem Marktplatz. Da werden wir, sobald der Ausbau fertig ist, nochmal eine Person in den Speicher schicken und noch eine Person in das große Lagerhaus. Dann sollte das auch ein bisschen besser noch funktionieren. Und jetzt genießen wir weiterhin den Großausbau. Mittlerweile haben wir auch genügend Bauholz, das heißt, wir können jetzt hier wieder eine Hofstätte mitnehmen und auf Stufe 2 bringen. Und wenn jetzt alles ausgebaut wurde, dann sind wir keine Kleinstadt mehr, sondern bereits eine mittlere Stadt. Und es sieht auch schon so toll aus. Wir werden uns das gleich auch nochmal anschauen, indem wir durch die Gassen hier gehen. Und es ist auch echt schön gemacht, wie unterschiedlich die Gebäude aussehen, dass sie sich nicht einfach gleichen und es so schön organisch bleibt, obwohl es hier sehr ähnliche Grundstücke sind, die wir hier nebeneinander gebaut haben. Das ist echt toll gestaltet worden. Und wenn man dann selber noch so ein bisschen Abwechslung reinbringt, wie hier zum Beispiel, dass man auch mal so Gebäude baut und dann mal andersrum oder mal welche so lang setzt und dann so quer vielleicht auch mal die Grundstücke variiert, dann kann das am Ende richtig, richtig klasse aussehen. Ich bin weiterhin verliebt in das Spiel.
Es ist so schön. Und damit erhöht sich unsere Siedlungsstufe noch einmal. Und wir sind wirklich in kürzester Zeit vom Dorf zur mittleren Stadt gewachsen. Wie schön. Lasst uns direkt einmal in den Entwicklungsbaum reinschauen. Wir können jetzt zwei Sachen erforschen. Und da würden zwei Pfade total viel Sinn ergeben. Ein Pfad wäre dieser hier. Wir gehen auf die Handelslogistik und dann auf die besseren Geschäfte. Da habe ich eben eigentlich zuerst dran gedacht, dass wir genau das machen wollen. Weil dann könnten wir weitere Handelsrouten für maximal 25 ausgegebenes Regionsvermögen sofort etablieren. Die kosten ja zum Teil 96, wenn man eine Handelsroute einrichten möchte. Jetzt maximal 25, wenn man auf die Handelslogistik geht. Und bei den besseren Geschäften könnte man die Importpreise effektiv um 10 senken. Das heißt, dass wir effektiv gleiche Export- und Importpreise haben. Und dann würde Import auf einmal Sinn ergeben. Hier sehen wir das. Die Importpreise sind immer 10 teurer als die Exportpreise. Und so könnten wir dann alles im Verhältnis 1:1 kaufen und verkaufen. So könnte man super schnell zum Beispiel sich auch Waffen kaufen oder so. Also es macht schon Sinn, das so zu machen. Auf der anderen Seite würde auch was anderes Sinn ergeben. Und wir wollen ja jetzt auf kurz oder lang in die Landwirtschaft. Und da würde sich durchaus ergeben, Richtung Roggenanbau zu gehen. Klar, interessant ist auch der Dünger, damit man dann ein brachliegendes Feld als Weide nutzen kann. Aber der Roggen hat die tolle Möglichkeit, dass wir wahrscheinlich nie wieder brachliegendes Land haben. Und in den Fällen, wo wir es haben, weil wirklich nur zwei Sachen fruchtbar sind, dann machen wir halt irgendwann eine Weide draus. Jedenfalls wechseljährig. Aber an den allermeisten Orten können wir zumindest auch immer Roggen anbauen. Roggen ist widerstandsfähiger als Weizen und deshalb ist die Fruchtbarkeit von Roggen fast immer und überall gegeben. Das heißt, wir könnten bei dem Feld, welches wir schon haben, einen Wechsel machen zwischen Gerste, Weizen und Roggen und könnten noch weitere Felder anlegen, die im selben Turnus laufen, sodass wir jedes Jahr ein Feld haben mit Gerste, ein Feld haben mit Weizen, eins mit Roggen. Und wenn das nicht reicht, legen wir nochmal weitere drei Felder an, die im selben Turnus laufen. Dann haben wir jedes Jahr alle Ressourcen gleichmäßig verteilt. Das würde auch Sinn ergeben. Das ist eher Richtung Selbstversorgung gedacht. Und der Handel, der würde halt einiges erleichtern, weil wir dann auch bestimmte Waffen nicht selber produzieren müssten. Wir könnten das ganz einfach outsourcen, indem wir sagen, okay, wir importieren diese Waffen. Aber ich glaube, wir wollen hier endlich mal. Und wir schneiden uns hiermit natürlich auch eine Möglichkeit ab, weil wir dann hier entsprechend auch jetzt kein Bier importieren können. Wir wollen Richtung Selbstversorgung gehen. Und deshalb gehen wir auf Streuobst und dann auf Roggen. Ich habe mich umentschieden, aber das ist ja auch das Schöne an dem Spiel. Es gibt beim Entwicklungsbaum natürlich bestimmte Pfade, die mehr Sinn ergeben und Pfade, die weniger Sinn ergeben. Die Forstwirtschaft hier hätte jetzt für uns weniger Sinn ergeben, weil wir keine üppigen Beerenbüsche haben. Aber ob wir jetzt hier auf den Roggenanbau gehen oder auf die Handelslogistik, beides macht maximal Sinn. Beides kann man so bespielen, beides würde uns voranbringen. Ich habe mich jetzt für die Selbstversorgung entschieden, dass wir versuchen, alles selber zu schaffen und Handel wirklich nur nutzen, um an Geld zu kommen. Jetzt haben wir auch die Möglichkeit, Streuobst zu bekommen, indem wir Apfelgärten anpflanzen. Und zwar wann und wo wieder? Klar, in den Gärten unserer Leute. Und das passiert auch wieder im September, jedenfalls die Ernte. Allerdings dauert es erstmal Jahre,
so 3 Jahre, bis das erste Mal so ein Baum Früchte trägt. Also das ist eine langfristige Entscheidung. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir früher oder später dankbar dafür sein werden, dass wir uns dafür entschieden haben. Jetzt lasst uns aber endlich nochmal unsere wunderschöne Stadt hier genießen und einmal durchlaufen. Ah, das ist schon wirklich wunderschön und es macht gleich einen ganz, ganz anderen Eindruck, wenn man hier durch die Straßen läuft. Was so eine Fassade und die Größe der Gebäude wirklich ausmachen können. Es macht gleich ein ganz anderes Stadtbild. Und es sieht so toll aus. Hier mit der Kirche, mit der steinernen Kirche und hier den Stufe 3 Gebäuden. Irgendwann soll Manor Lords sogar Stufe 5 Gebäude bekommen, aber für den Early Access, für den jetzigen Stand des Spiels, ist Stufe 3 tatsächlich das Höchste, was man erreichen kann. Aber es macht schon einiges her. Es sieht schon wunderschön aus. Schaut es euch an. Wie wunderschön ist es bitte. Ich liebe es. Ganz, ganz toll. Und passend dazu können wir uns natürlich gerne nochmal anschauen, was denn die Stufe 3 Gebäude jetzt für Bedürfnisse haben. Und ihr könnt euch jetzt sicherlich vorstellen, dass die Bedürfnisse jetzt nicht explosiv nach oben gehen, wenn Stufe 3 das höchste aller Gefühle ist. Denn Stufe 4 ist ja noch nicht implementiert und warum sollte man jetzt Bedürfnisse erfüllen, wenn wir noch gar keinen Nutzen davon haben? Da sehen wir auch. Klar, alles, was wir bisher brauchten, wird auch immer noch gefordert, aber das Einzige, was jetzt wirklich mehr gefordert wird, ist ein mehr Vielfalt bei den Lebensmitteln. Vorher hatten wir hier eine geforderte Vielfalt von 3 verschiedenen Lebensmitteln. Jetzt haben wir eine Vielfalt, die gefordert wird von 4 Lebensmitteln. Ich persönlich finde, man könnte auch bei der Bekleidung vielleicht nochmal hochgehen und sagen, hey, wir wollen jetzt zumindest neben den Schuhen auch noch Kleidung oder Mäntel haben. Sowas hätte man machen können. Vielleicht noch eine Kirchenstufe oder so, aber das wird alles noch später kommen. Vorerst gibt es jetzt für die Stufe 3 Gebäude nicht so super viel, was wir noch befriedigen müssen. Das Einzige, und das steht natürlich hier auch im Vordergrund, sind natürlich die Dinge, die wir bereits haben, wie zum Beispiel die Taverne, um die Gebäude dann überhaupt auf Stufe 3 bringen zu können. Denn wir sehen, Bier ist alle, weil wir auch keine Gerste mehr haben. Das ist halt das Hauptproblem dabei. Aber das ist gar nicht so das Problem, denn wir können dieses Jahr noch viel mehr in die Landwirtschaft reingehen. Das werden wir auch tun. Und damit sollten dann in Bade die Probleme rund um das Bier behoben sein. Was wir uns auch gerne nochmal anschauen können, jetzt gerade, wo wir auch 902 in der Schatzkammer haben. Wir haben ja hier ein Herrenhaus. Und mit dem Herrenhaus haben wir ein Gefolge freigeschaltet, welches ja individuell anpassbar ist. Das haben wir schon gesehen. Da haben wir hier ja unter anderem auch Visi mit dabei. Da gibt es ganz viele Sachen, die noch nicht implementiert sind. Zum Beispiel, dass die irgendwann leveln können. Was bereits implementiert ist, ist einerseits hier die Möglichkeit, jemand weiteren dazu zu holen. Wir sehen, wir haben insgesamt 24 mögliche Männer im Gefolge, die wir rekrutieren könnten, aber haben nur 5 gerade mit dabei und das können wir erweitern. Also wir können hier tatsächlich irgendwann sagen, mit 50 Schatzgammer Reichtum können wir hier dann die 6. Person dazu holen, die 7., die 8., die 9., jeweils für 50 Schatzkammerreichtum. Und das steigert sich auch nicht mit jedem Mann, sondern es bleibt bei 50. Was man auch machen kann, wir können die Rüstung verbessern. Das geht entweder durch einen Import oder durch einen lokalen Zukauf. Das kostet nur 18, bringt uns aber tatsächlich
die Möglichkeit, dass unsere Männer länger durchhalten auf dem Schlachtfeld. Ich glaube, im Fall von Visi können wir das machen, weil er hier der Einzige ist, den wir nach unseren Leuten hier umbenannt haben. Dann erkennen wir ihn auch ein bisschen besser. Das heißt, wir kaufen das einmal, verbessern seine Rüstung. Und wir sehen auch direkt, er hat jetzt eine andere Rüstung. Ja, welche davon wir nehmen, ist eigentlich egal. Das macht nur einen optischen Unterschied. Ich nehme mal die hier. Und dann ist Visi hier auch nochmal ein bisschen schöner implementiert. Sehr schön. Dann lasst uns gerne planen, wie wir weiter verfahren. Wir wollen ja definitiv unsere Landwirtschaft ausbauen und vielleicht sogar schon die ersten Apfelbäume pflanzen, weil die ja auch ungefähr 3 Jahre brauchen, bis wir die ersten Früchte bekommen. Ja, das werden wir im Frühjahr machen mit den Apfelbäumen. Die Planung der Felder können wir aber jetzt schon mal weiterführen. Wir gehen hier auf Gebäude und schauen uns mal an, wie sieht es denn hier aus mit Weizen. Weizen ist hier wunderbar. Das funktioniert hier richtig gut. Gerste, so lala, das hatten wir ja gewusst. Wir könnten aber überlegen, ob wir das Ganze noch weiter ausführen und noch weitere Gebiete finden, wo Gerste durchaus anbaubar wäre, aber auch Weizen. Also wo Weizen grün wäre und wo Gerste gelb ist zumindest. Und dann machen wir eine Mischkultur, wo im dritten Jahr nicht das Feld in der Brache liegt, sondern wir Roggen anbauen. Denn überall da, wo Weizen grün ist, ja, da wird auch Roggen grün sein, weil das einfach pflegeleichter ist. Also gucken wir erstmal nach Gerste und dann, ob Weizen dort auch wachsen würde. Und da sehen wir hier oben zum Beispiel durchaus eine Möglichkeit. Und ich finde es auch gar nicht verkehrt, beim Herrenhaus hinter der Taverne dann auch die Gerste anzubauen, die wir am Ende auch brauchen, um hier in der Taverne Bier zu verkaufen. Ich finde, das sieht auch gar nicht schlecht aus. Das kann sich durchaus schön angliedern. Jetzt ist die Frage, wo ist denn Weizen überhaupt möglich? Hier. Und Gerste eher in diesem Bereich hier. So direkt dahinter. Ja, dann machen wir mal hier ein Feld hin. Landwirtschaft, Feld, Gerste. Dann schauen wir uns mal Weizen an. Dann schauen wir uns wieder Gerste an und versuchen uns hier so ein bisschen entlang zu hangeln. Dass wir im besten Fall beides ganz gut unter einen oder auf einen Nenner bekommen. Dass wir hier am Ende ein Feld haben, was auch bei Gerste nicht ganz so sinnlos ist. Selbstverständlich brauchen wir später den Gerstenimport, selbstverständlich. Aber solange wir noch nicht expandiert sind, dass wir hier auch erstmal in der Selbstversorgung ganz gut unterwegs sind. Ja, die Gerste sieht so lala aus, aber bei dem Weizen sieht das ganz gut aus eigentlich. Wir sind jetzt hier bei einem Morgen. Das ist ein bisschen klein. Aber dann kann sich auch ein einzelner Bauer drum kümmern. Das wäre schon in Ordnung. Ja. Wir bauen hier dieses Feld an. Und dann kommt natürlich auch hier nochmal ein Bauernhaus hin. Das würde ich vielleicht im besten Fall so hier ranbauen. So gerne auch direkt neben der Taverne. Finde ich gar nicht verkehrt. So. Dann können wir die Straße hier so ranführen. In beide Richtungen. Und eventuell könnten wir hier sogar jetzt noch ein
Bauernhaus hinsetzen mit so einem Obstgarten. Das fände ich eigentlich auch schön. Lass uns das mal schauen, ob wir das hinbekommen. Also hier einen richtig großen Obstgarten. Das wird halt schon schön aussehen. Müssen halt nur gucken. Dass das unterm Strich hier auch eingliedbar ist. Und hier haben wir leider nicht genügend Platz eingeräumt. So vielleicht. Ja. Mit Anbau, das ist natürlich wichtig. Weil wir dann eine große Plantage zu bewirten hätten. Aber ich glaube, das kann sehr gut aussehen, wenn hier das Feld irgendwann angebaut ist und dann hier so eine lange Obstplantage ist, auch so halbwegs am Hang hier runter. Finde ich gar nicht so verkehrt. Wir bauen hier auch nochmal eine Hofstätte hin. 21 Bauholz haben wir nur noch. Das ist in Ordnung. Und dann können wir hier nämlich sagen, wir gucken uns hier das Feld nochmal an. Also hier haben wir Weizen, Roggen, Gerste in diesem Rhythmus. Und dann können wir da sagen, Roggen. Also wir gucken uns das nochmal an. Weizen, Roggen, Gerste. Und dann machen wir hier Gerste, Weizen, Roggen. Gerste, Weizen, Roggen. Und irgendwann kann man natürlich auch noch dort Schafe weiden lassen, dass man sagt, okay, wir gehen auf den Dünger rauf, dann zäumen wir das Ganze ein, lassen das Ganze als Weide nutzen, dann kommen da Schafe drauf und wir importieren Gerste und werden das gar nicht mehr in Düren anbauen, weil Düren jetzt nicht perfekt ist für Gerste, wie wir hier halt immer sehen. Das Beste, was wir haben, ist Gelb. Das könnte man später machen, aber solange wir es halt nicht haben und solange wir noch nicht expandiert sind, um die Gerste von einer anderen Ortschaft reinzuholen, werden wir jetzt vorerst erstmal mit der Gerste hier so in diesem Wechsel verfahren. Das ist auch in Ordnung soweit. Das machen wir. Gerste, Weizen, Roggen. Schön. Dann sind wir auch hier an dieser Stelle zufrieden. Gerste, Weizen, Roggen. Und hier sind wir bei Weizen, Roggen, Gerste. Wenn wir jetzt in jedem Jahr alle drei Güter haben wollen, in jedem Jahr wollen wir Roggen haben, Weizen und Gerste, damit auch die Bäckereien und die Mühlen immer gut zu tun haben, brauchen wir noch ein drittes Feld. Eine sogenannte Dreifelderwirtschaft, so nenne ich sie zumindest. Und da brauchen wir jetzt noch eine letzte Möglichkeit, Gerste irgendwo zu holen, wo auch die Weizenfruchtbarkeit eigentlich ganz gut ist. Hier hätten wir eine perfekte Weizenfruchtbarkeit, aber Gerste nicht. Wenn wir irgendwann hier nur auf Weizen gehen, und das sollten wir früher oder später auch tun, dann macht es natürlich total viel Sinn, dann sich diese Stellen rauszusuchen, die so richtig gut fruchtbar sind. Also hier unten haben wir noch Gebiete. Hier haben wir nochmal richtig grüne Gerste. Aber gelbe Weizenfruchtbarkeit. Aber das können wir gerne so machen, dass wir das hier trotzdem bauen. Weil wir hier mal wirklich viel Gerste bekommen können. Ausnahmsweise mal.
dann sollten wir das auch mitnehmen. Und wenn es nur diese 0,9 Morgen sind. Ja. Und bei 0,9 Morgen kann man auch durchaus sagen, hey, wir haben hier kein Ochsen, um das Ganze zu bewirten. Wir machen das per Hand. Das könnte man sagen. Wir haben jetzt allerdings so viel Regionsvermögen, dass wir uns durchaus den Ochsen leisten können. Aber so groß sind die Felder hier nicht, die wir gebaut haben, dass dieses Feld hier schon deutlich größer. Okay, also hier sind wir auf Gerste, Weizen, Roggen gegangen. Dann sind wir jetzt bei Roggen, Gerste, Weizen. Bei diesem Feld. Roggen, Gerste und dann Weizen. Auch hier bauen wir ein Bauernhaus daneben, um das Ganze perfekt steuern zu können. Theoretisch bräuchte man nur ein Bauernhaus für alle Felder. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, wenn wir hier die Steuerung auf unserer Seite haben. Und ja, lass uns das gerne hier mit verbinden. Warum denn auch nicht? Warum denn auch nicht? Wobei wir auf der anderen Seite auch hier nochmal diese Straße oder diesen Weg nochmal richtig schön lang nach vorne führen können. Dann haben wir auch nochmal eine Querverbindung. Ja, das kann man machen. Alles klar. Und während wir hier bei diesem Feld selbstverständlich immer Vieh brauchen und das Vieh auch in der Nähe ist, könnte man hier tatsächlich überlegen, hey, wollen wir das hier wirklich machen mit Vieh? Weil der Weg sehr kurz ist. Und das könnte man hier auch überlegen. Vorerst würde ich sagen, verzichten wir noch darauf, auch wenn wir uns das sicherlich leisten könnten. Im Großen und Ganzen könnten wir aber jetzt wirklich mal überlegen, ob wir noch mehr Ochsen uns dazu holen. Dafür könnten wir die Anbindebalken jetzt wirklich mal upgraden und zu kleinen Stellen machen. Mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo wir auch schon viel ausgebaut haben. Wir sind jetzt so weit, dass wir eine mittlere Stadt geworden sind, sodass wir durchaus die Ressourcen mal nutzen können, die wir hier übrig haben. Im Holzfällerlager arbeitet gerade nur einer und wir geben schon sehr viel aus und wollen auch noch weit expandieren. Insbesondere mit weiteren Hofstädten, um hier unsere Stadtmitte weiter zu planen. Und wenn wir das so machen wollen, ich meine, wenn wir zur großen Stadt werden wollen, brauchen wir noch insgesamt 5 Stufe 3 Hofstätten, 3 Stufe 2 und 1 Stufe 1. Das heißt, wir sind insgesamt bei 9 weiteren Gebäuden. Das ist durchaus machbar, aber kostet natürlich auch einiges an Ressourcen. Wollen wir uns hier weiter ausbreiten. Dafür brauchen wir dann auch eine Menge Holz. Also da könnten wir vielleicht wirklich nochmal eine zweite Person reinsetzen, insbesondere weil wir auch nicht so viele Bauarbeiter gerade brauchen. Wir haben jetzt natürlich ein paar Baustellen, aber das ist unterm Strich noch in Ordnung. Wenn wir jetzt so dabei bleiben. In der Sägegrube arbeitet eine Person.
Ja, man könnte überlegen, ob wir eine zweite Person mit reinbringen. Man könnte es überlegen. Ja, vorerst können wir das durchaus machen. Nahrung und Brennholz sieht eigentlich ganz gut aus. Hier vorne haben wir wieder ein paar Probleme. Mit den Lebensmitteln. Hier sogar mit allem. Da haben wir gesagt, wollen wir ins große Lagerhaus und hier auch in den Speicher nochmal reingehen. Wenn wir aber auch Probleme mit Stiefeln haben, bräuchten wir auch hier noch eigentlich eine weitere Familie, damit die Schuhe dann auch auf den Markt gebracht werden können. Wir schauen uns das nochmal an, ja. Das ist tatsächlich problematisch. Also wir müssten eigentlich hier nochmal jemand reinbringen, in dieses Lager und auch in dieses Lager sogar mit dem Leder. Das machen wir jetzt vorerst nicht. Aber gut zu wissen, dass wir hier wirklich noch so ein paar kleinere Baustellen haben. Nichts Großes, nichts Schwieriges. Nichts, was uns den Winter nicht überleben lassen würde. Aber wir wollen ja auch in bestmöglicher Form für unsere kleine Stadt auch sorgen. Es gibt übrigens einige, die hier dieses System mit dem Herrenhaus exploitet haben und einmal um die gesamte Stadt diese Mauer hier gezogen haben. Mit diesen Türmen haben sie einmal über die ganze Stadt das Ganze verteilt und dann die Mauern drum gezogen. Da hat der Entwickler sich schon zu gemeldet und hat gesagt, hey, es werden noch normale Stadtmauern dazukommen. Das hier sind ja wirklich nur die Mauern, die für das Herrenhaus gedacht sind. Und so ganz normale Stadtmauern werden auch noch dazukommen. Die werden sich dann aber hier von diesen Mauern unterscheiden. Sehr gut. Also wir sind auf einem ganz guten Weg. Und schauen mal ganz kurz, dass hier die Gebäude gebaut werden, die wir hier eingerichtet haben. Wir können auch kurz überlegen, wie wir hier weitermachen. Also wir haben gesagt, das hier ist die Stadtmitte, weil wir hier natürlich den Marktplatz haben, dann die Taverne und die Steinkirche. Hier könnten auch noch weitere Gebäude entstehen. Meinetwegen hier auch noch ein Gebäude mit einem Obstgarten. Wir können es ja schon mal vorplanen. Auch wenn das jetzt natürlich lange dauert, dass die Bauarbeiter das hinbekommen. Aber vorplanen könnte man es ja schon mal. Man sagt, hey, hier kommt nochmal ein Obstgarten hin. Ja, finde ich eigentlich ganz schön. So, der Marktstand hier, der reicht eigentlich. Dann könnte ich hier noch einen vorgelagerten Marktstand machen. Würde sich in der Regel und in der Theorie auch anbieten. Oder wir stellen hier auch mal Häuser hin, die keine Arbeitsfläche haben. Ja, wobei, so kleine Gärten haben die auch. Ja, wir können die auch so hier hinstellen noch. Finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Ja, das machen wir auch. Kommen dann auch nochmal drei hin. Wir brauchen ja auch noch einige neue Hofstätten. Und dann wollen wir natürlich noch den einen oder anderen hier um die Kirche bauen. Da bietet es sich sicherlich an, wenn wir hier mal so einen Weg vorbauen würden.
gucken mal, wie wir das im besten Fall hinbekommen. Also, wir haben hier einen Weg zu dieser Totengrube. Macht auch Sinn, dass es in der Nähe der Kirche ist. Könnten wir hier noch so einen Weg lang führen. Dann haben wir eine Art Schutzbereich um die Kirche, wo wir den Schrein haben, wo wir den Brunnen haben. Könnten wir hier dann auch noch weitere Gebäude bauen. Hier haben wir den Mälzer. Könnten auch noch weitere normale Gebäude hinkommen. Hier wollten wir... Hier hatten wir auch noch überlegt, ob sowas wie der Weber hier hinkäme. Hätte ich auch gut gefunden. Aber den könnten wir auch hier noch mit hinstellen. Und dann gegenüber dann die Schneiderei. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Weber gegenüber die Schneiderei. Würde auch gehen. Jetzt haben wir uns ja hier für die Früchte entschieden. Was dann zum Feld ganz gut passt. Dann könnten wir hier eventuell auch noch die eine oder andere Hofstätte angliedern. Gucken mal. Ja, das sieht irgendwie komisch aus. Müssten wir ein bisschen... individueller gestalten. So Stück bei... so Stück für Stück so ein bisschen. Hier könnte man noch welche hin machen. Und dann hier auch noch welche. Irgendwie so genau. Der hier sieht ein bisschen komisch aus. Wenn wir das auf 3 Gebäude reduzieren, sieht das ein bisschen schöner aus. Und so die Stadtmitte ist ja auch dafür da, dass sie ganz schön aussieht. Ja, und dann haben wir hier noch den Obstgarten und so. Ich glaube, das könnte eigentlich ganz schick aussehen. Passt hier auch noch ein Gebäude rein? Ich glaube nicht. Nicht so wirklich, nee. Aber kein Problem. Die Frage ist, ob die Leichengrube für immer dort bleibt oder ob man die nochmal verschiebt. Momentan brauchen wir sie auch noch nicht. Aber ja, das ist erstmal unser Bauprojekt. Auf der Seite. Wir haben bereits 125 Menschen, die bei uns wohnen. Haben genügend Wohnraum. Also Wohnraum ist überhaupt nicht das Problem. Aber wir haben jetzt immer weitere Probleme mit den Marktständen. Alles klar. Das müssen wir uns natürlich zu Herzen nehmen und müssen dafür sorgen, dass der Markt ordentlich befüllt wird. Also es liegt nicht daran, dass wir zu wenig Essen hätten oder zu wenig Brennstoff hätten oder so. Das Problem ist wahrscheinlich die Versorgung des Marktstandes. Und da sehen wir es auch, wie die Nahrungsvielfalt und die Bekleidung hier entsprechend versorgt werden kann. Und dann müssen wir mal schauen, ob wir das eventuell noch ein bisschen weiter füllen können. Die eine Bauernfamilie, die wir noch eingestellt haben, hier drüben auf dem Feld oder in dem Bauernhaus bei diesem Feld hier, die kümmern sich ja eigentlich um die Nahrungsstände, wenn sie sonst nichts zu tun hätten. Jetzt sehen sie aber, hey, hier ist ein Feld, welches noch nicht bestellt wurde und kümmern sich tatsächlich dann auch darum, dass hier dann doch nochmal ein wenig gepflügt wird und das sehen wir auch hier hinten. Das andere Feld wird auch gerade nochmal gepflügt. Hier sind sie noch händisch dabei.
Aber der Ochse von da hinten kommt sogar. Finde ich cool, dass die sich dann auch so gegenseitig unterstützen, auch jetzt im Frühjahr. Und wie hier vielleicht sogar frühzeitig noch die ein oder anderen Früchte rausholen können. Jetzt erstmal wird aber gebaut und wir können hier an dieser Stelle schon mal diese Hofstätte upgraden und sagen, hey, wir brauchen hier einen Apfelgarten. Und da bauen wir das für 50 Reichtum. Ja, und neben so einem Apfelgarten finde ich es eigentlich auch nicht verkehrt, wenn man sagt, okay, komm, wir lassen es hier ein bisschen ländlicher und werden hier auch nochmal einen Hühnerstall hinbringen und einen Ziegenstall und vielleicht noch einen Hühnerstall, dass wir hier dann nochmal so ein bisschen, ja, den ländlichen Flair abbekommen. Und das ist dann auch sehr schön so in der Stadt implementiert. Genauso wie hier dann die Weide sehr gut implementiert ist. Und da können wir auch so langsam mal anfangen, die ersten Schafe zu holen. Würde ich sagen, das sollte dann in der kommenden Folge unser nächstes Ziel sein. Heute werden wir nur noch beobachten, wie hier die Stadtmitte weiter wächst, nachdem hier so toll die Stufe 3 Gebäude mit reingekommen sind. Das ist einfach wunderschön anzusehen. Was für ein tolles Spiel, oder? Es ist so toll. Schaut euch an, wie schön es aussieht. Und da wird unser Genießerblick ein wenig unterbrochen, weil wir eine feindliche Einheit sichten. Raider sind da in Düren. Oha, damit habe ich gerade gar nicht gerechnet. Die kommen wirklich aus dem Nichts. Raider, sie wollen uns überfallen. 16 Stück an der Zahl. Und jetzt müssen wir schnellstmöglich reagieren. Wir können unsere Miliz ausheben, das müssen wir auch. Unsere Bogenschützen. Die werden ein bisschen weiter nach hinten gezogen im besten Fall. Und das Gefolge muss auch kommen. Und hier sind sogar welche. Vom Gefolge. Okay, wir müssen echt aufpassen. Es geht weiter. Das war jetzt wirklich sehr unerwartet. Da wollte ich einfach genießen, wie sich unser Dorf so langsam aufbaut. Und da werden wir dann einfach überrascht. 'Zu den Waffenmännern! Verteidigt unser Land! Lasst nicht zu, dass sie uns niederbrennen! Bogen gespannt und jetzt losschießen, genau. Genau so. Noch sehr schön, wenn dann hier die Pfeile fliegen. Bleiben die so kurz stehen teilweise, um dann den Bogen hochzunehmen. Und die, die es nicht machen, die haben dann halt häufig auch das Problem, dass sie dann abgeschossen werden. Wir gehen jetzt in den Rückzug. Und die Speerkämpfermiliz, die geht in den Angriff rein. Rennend und stürmend.
Und unsere Bogenschützen, die lassen wir hier zurückziehen. Sehr gut. Ah, das hat nicht geklappt. Wir haben umgedreht. Warum auch immer. Und jetzt könntet ihr vielleicht hier so von der Seite kommen. Und dann hier von der Seite von hinten reinschießen. Und jeder, der hier kämpft, oder fast jeder, der hier kämpft, gehört zu euch. Eieieiei. Da waren wir jetzt echt nicht vorbereitet. So, dann gucken wir mal, dass wir da noch einen ein oder anderen Pfeil reinbekommen. Ja, das haben wir geschafft. Die sind besiegt. Jetzt die Frage, kommen noch weitere? Oder war's das? Ich glaube, das war's, oder? Na, Glück gehabt. Glück gehabt. Ja, dann kann ich euch alle wieder auflösen. Ihr dürft wieder eurem ganz normalen Tagesablauf frönen. Speichern abgeschlossen. Okay. Ansonsten sieht es doch hier eigentlich ganz gut aus. Also die Hofstätten, die werden weiter abgegradet. Weiter ausgebaut. Das heißt, wir sind gleich bei einem Überschuss von 10 Hofstätten der Stufe 1. Brauchen dann noch 3 Hofstätten der Stufe 2 und 5 der Stufe 3. Also insgesamt müssen wir 8 Stufe 1 Hofstätten noch auf 2 bringen, damit wir noch 5 auf Stufe 3 bringen können. Aber das passt ja. Also 8 Stück auf Stufe 2 bringen. Hier wollten wir auch nochmal einen Apfelgarten reinbringen. Und 8 Stück auf Stufe 2. Das sollte auch im Bereich des Möglichen sein. 8 mal 4 sind 32. Das heißt, vom Bauholz sollte das auch passen. Also. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und so sieht das doch echt schon richtig toll aus. Die müssen jetzt natürlich noch ausgebaut werden. Klar. Und wir haben jetzt hier auch eine Menge Unterstände für Ochsen. Wenn wir die jetzt hier rüber beziehen würden, könnten wir immer nur einen Ochsen bestellen zur gleichen Zeit. Aber wir wissen, 1, 2, 3, 4, 5 Ochsen können wir noch zusätzlich dazu bekommen. Können wir auch einfach hier zum Viehhandelsposten gehen und sagen, hey, wir hätten gerne immer 10 Ochsen. Und dann würden diese weiteren 5 Ochsen importiert werden. Und dann stellen wir jetzt auch nochmal jemanden mit rein, der sich darum kümmert. Und ja, wir könnten jetzt auch so langsam Schafe importieren. Wie viele passen denn hier auf die Weide? 31. Wir könnten schon mal anfangen und 10 Schafe holen. Passen rauf. 300 wäre der Importpreis. Das haben wir locker drin. Komm, wir holen uns schon mal 15 Schafe. Das wäre die Hälfte, was hier rauf passt. 15 Schafe. Lämmer wären ein bisschen günstiger, aber das ist uns jetzt egal. Wir wollen die dann direkt nutzen können. Wir haben hier einen Viehhändler jetzt eingestellt.
Der kümmert sich jetzt erstmal darum. Und in der Schafzucht kann dann auch bald jemand eingestellt werden, die dann nämlich in der Lage sein sollten, hier Wolle zu ernten. Naja, ernten in Anführungszeichen. Und dann könnten wir hier nämlich die Weberei bauen und dann hier auch einen Schneider bauen. Dafür bräuchten wir dann aber auch eine Färberei. Also ganz einfach ist es dann natürlich nicht, dann auch noch die nächste Bekleidung zu machen. Aber ich finde es eigentlich gut, wenn wir nicht nur Schuhe haben, sondern vielleicht auch Kleidung, beziehungsweise im Fall von Schafen dann auch Mäntel für unsere Leute anbieten könnten. Das wird nicht schaden, wenn wir da ein bisschen mehr Auswahl haben. Und da können wir auch sicherlich noch mehr verkaufen. Wir haben so viele Schuhe. Wir haben so viele Bögen, die wir verkaufen können. Da kommt unser Händler gar nicht mehr hinterher. Wir haben ja hier eingestellt, dass wir Schuhe exportieren. Und Bögen ja auch noch. Genau. Da bekommen wir auch einiges an Geld rein. Ja, das sieht doch gut aus. Das hier war Düren. Der Weg von der Dorfschaft zur Stadt. Jetzt sind wir auf dem Weg zur Großstadt. Werden wir das erreichen? Ohne dass weitere Banditen auf uns zukommen, um uns zu überlisten, um uns unseren Reichtum wegzunehmen. Ich hoffe es sehr. Ihr könntet das eventuell begünstigen, indem ihr einen Daumen nach oben da lasst. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr hier mit euren Familien für den Wohlstand der gesamten Gemeinschaft sorgt. Und wir das hier gemeinsam erleben können. Heute ist Release Day. Wenn ihr das Spiel selber spielen wollt, könnt ihr das ab heute tun. Ich freue mich aber natürlich auch, wenn ihr auch hier noch weiterhin dabei bleibt.